Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt noch mein Freiflug-Video, da ich gesehen habe, dass euch das sehr gut gefällt und deswegen heute noch mein Freiflug-Video. Mal sehen, wie wir es heute anfangen. Stange? Mama hilft mir eben. Karabiner kommen jetzt hier einfach oben ins Gitter reingehangen. Und die Stangen, die gelben, werden dann einfach von innen befestigt. Und was ich dazu noch sagen kann, ist natürlich Gardinen vor oder Rollos runterziehen, ein schönes Licht haben, damit die Vögel sich nicht verfliegen, Türen, wo sie nicht rein dürfen, zumachen, gefährliche Gegenstände bitte wegrollen und Kakteen oder so bitte ganz, 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 ganz weit weg, denn wir hatten schon mal ein Gandamaleur mit Flumi. Und mit Kuku und deswegen, die stehen da unten, die Kakteen. Ja, dann groß fliegen. Cookie, bitte. Gehen wir mal weg, dann haben sie mehr Ruhe. Dann gucken wir mal, was machen. Die werden durch ihre Runde fliegen. Ups. Ich setze mich jetzt hier einfach hin und dann gucken wir mal, was wir machen. Ihr dürft groß fliegen. Ja, komm. Der kommt gleich auch gucken. Die müssen sich erst bequatschen. Jetzt fliegen sie nicht. Ich glaube, die wissen, dass du fliegst, ja. Ah. Normalerweise fliegen die hier immer eine Runde. Was habt ihr? Wie gesagt, die dürfen rein und raus, wenn sie wollen. Mach mal ein bisschen Flutti-Flutti. Genau. Und in die Küche an, das Erdbeerbild. Guten Tag, was tun Sie da? Hat man es jetzt gesehen? Musst du dir jetzt einen Kaffee machen? Musst du dir jetzt einen Kaffee machen? Ja. Ist ja wieder klar gewesen. Immer du. Flumi, sag mal, mach dir jetzt keinen Kaffee. Coco, sag dazu was. Ne? Mach mir keinen Kaffee, ich mach mir Kapu. Kein Kaffee, Kapu. Ja. Von mir aus. Kommt aus der Kaffeemaschine. Nee, weißt du. Ja. Die beiden doch Ernie und Bert taufen sollen. Ja, ich habe mich überlegen, Coco, wie du da hinkommst.
hat der Kleine sehr erschrocken. Nee. Der Koko, der darf nämlich. Zumindest hat er es immer versucht und jetzt haben wir ein bisschen kleine Hilfestellung gegeben. Der versucht immer da, wo er gerade hin ist. Also im Prinzip, der Finger, die geht da runter, läuft hier und dann ist da ja der Schrank. Und da steht jetzt die Futterdose und da geht er dann drauf, weil der Schrank ist rutschig. Und dann geht er da drauf und dann frisst er immer da, wenn noch Körner zwischen sind. Dann sitze ich immer auf dem Schrank. Hab ich recht? Ja. Hab ich recht? Ja. Gut. Meiner. Dazu sagen wir mal nichts. Erklären Sie uns doch mal, wie man häkelt. Nö. Das wird eine Wolldecke. Ja. Und ich kann euch sagen, die ist bis jetzt schon mega, mega warm, wenn man sich damit zudeckt. Vor allem zudecken. Wie du das Sprichwort zudecken. Mit dem was klauen. Das darfst du nicht sagen. Hast du aber. Man betrachtet den Wollknäuel, der auf dem Boden liegt. Warte, ich hol hoch. Man betrachtet den Wollknäuel. Der ist übrigens 1 Kilometer lang. Ich habe zu ihr gesagt, kann sie, wenn sie im Wald geht, irgendwo anknoten und dann findet sie immer wieder zurück. Hätten damals Hänsel und Gretel auch machen sollen. Naja, also wird's gemacht. Stattdessen sind sie auf den Baum geklettert. Der Koko macht jetzt auch schon teilweise den Tequila-Ton. Ne, Bibi? Ich komm raus! Mama, das ist das Tequila auch schon machen. Es ist nicht dunkel. Also, so wie ihr das jetzt seht, ist es noch ein bisschen heller. Durch die Kamera ist das ein bisschen dunkler, aber ist ja nicht so schlimm. Und wir haben jetzt gerade auch Herbst und nicht den Sommer, wo die Sonne schön da ist. Ja, gerade die Sonne draußen. Ja, gerade, aber jetzt, also. Na gut, passiert nichts. Ich zeige euch gleich mal wieder, wenn es weiter, wenn mal wieder mehr passiert. Ein bisschen Siesta. Genau, ein bisschen Siesta. Ich gebe euch dann Bescheid, wenn wieder was passiert. Und schon schaltet Koko sich den Platz frei. Geh da weg, ich will hier auch sitzen. Man betrachtet die Sitzen, die gehen jetzt alle hier an dieser Stange. Und da ist ja nichts frei, ne? Na gut, ich sag mal, wenn es hier aufregender ist. Guten Tag. Dann halt nicht. Küsschen? Komm da mal raus. Komm raus. Ich kann auch sagen, dass es zu dunkel ist, aber eigentlich nicht, ne? Ich bin da sonst auch nicht. Hm. Weil die stimmt jetzt schon ganz toll. Und Cookie, was machst du da oben? Hol mal Flumi und Koko raus. Ich melde mich. So. Was kann man jetzt dazu sagen? Ich betone einmal. Koko sitzt im Napf und frisst. Im Napf. In diesem
kleinen, dünnen, schmalen Lappen. Und, ach, okay. Kommst du raus, Dicken? Ja, er kommt raus. Er ist vernünftig. Und die beiden... Jenny und Bert, die kleinen Pappnasen, sitzen oben. Na gut, Coco sitzt auch oben. Und putzen sich. Ich so, jetzt sitzen die alle oben. Na gut. Sag mal, ich mach mal Licht an. Ist euch eigentlich da, dass ihr... Klar, dass ihr gerade mein Video zerstört. Hä? Ja. Kommt mal raus. Ja. Ich meine, die können ja sowieso machen, was sie wollen. Das Licht an. Jetzt ist Licht an. Jetzt ist Licht an. Du. Helle. Aufpassen, ihr werdet geblendet. So, jetzt können ja mal rauskommen, fliegen. Dann wird es mal lauter. Ja. Na gut, ich melde mich, weil wenn das ist langweilig, dann habt ihr auch keine Lust zu gucken. Kommen die auch raus? Hallo, Fini, komm raus. Hier draußen ist total cool. Komm doch jetzt raus. Oder bist du etwa eine faule Socke? Ich warte hier. Coco. Was hast du da gemacht? Wollte ich einen Spagat ausprobieren, Coco? Spagat? Spagat. Na, komm. Wie mache ich das? Wie mache ich das denn jetzt? Oh Gott. So? Ach nee, das geht nicht, oder? Es war wackelig. Nee, ich geh rein. Auf mir ist gerade irgendjemand glaubt oder nicht, aber es sind beide Türen auf. Da. Cookie hüpft da irgendwo rum. Flumi turnt da irgendwo rum. Da, falls man sieht. Da. Ja, das ist ja auch keine Sensation für die, ne? Und Cookie ist da. Weil? Nee, ist auch was draußen. Ja. Wenn wir jetzt nicht großartig weg müssen, so sind die eigentlich jeden Tag draußen. Ne? Mhm. Ja, ab Montag ändert sich der Rhythmus wieder. Ja. Und deine Schule. Nee. Flumi spielt da oben rum an meinem selbstgebauten Spielzeug. Da. Coco sitzt wieder am Napf. Und Cookie knabbert noch an den übrig gebliebenen Flachs. Weil, als ich das Video abgedreht habe, wie hieß es noch gleich? Ja, das hieß Video. Nein, hieß es nicht. Wo ich. Ah. Bin ich jetzt eigentlich so doof? Natürlich nur so. Was der letztes Video oder dein vorletztes? Mein vorletztes. Auf alle Fälle, wenn mein vorletztes Video gesehen hat, hat gesehen, dass ich im Käfig die ganzen BR-Farm-Leckerchen verteilt habe. Also diese Naturleckerchen. Die Dari-Kolbe hing da. Ach, das, wo deine Wellenchen so meinst du? Ja, genau. Genau. So wohnen wir, war das, glaube ich. Und da, neben Cookie, war ja die Dari-Kolbe, da ist nichts mehr. Da ist noch das Seil, was man sieht. Da drüber, wo die Ladies gerade dran knabbern, gut. Da hing ja der Flachs, also da oben, wo das Seil auch noch zu sehen ist. Dann war dort die Kanarien sah das und nichts mehr. Dafür haben die aber länger gedauert. Und da unten am
Schalterchen hatten die ja die. Ich weiß es wieder. Die Wispen hier. Ich kann Fernseher machen. Weil ich bin hier nicht. Ja. Ach, wenn hier sich jetzt nichts tut, mache ich erstmal. Mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Und wenn es gleich weitergeht, werdet ihr es dann sehen. So, wie lange ist das jetzt her? Mama? Wie lange ist das jetzt her, dass die drin gesessen haben? 20? 10? 20? Ich habe keine Ahnung. Ich guck gar nicht drauf. Ich würde sagen, so 10 oder 20 Minuten haben wir jetzt drin gesessen und Coco, der Coco kam immer zwischendurch mal durch. Raus, aber jetzt nichts wirklich aufregendes. Besonders die fliegen da im Käfig rum, als wenn die Tür offen ist. Und es ist jetzt nicht dunkel, weil die Lampe ist an. Naja, draußen wird es jetzt ein bisschen dunkel. Ich denke, es wird vielleicht ein bisschen regnen. Aber wir sind ja drin. Wir werden ja nicht nass. Ernie und Bert, kommt doch mal raus. Die werden gleich schon kommen. Philipp? Ja. Was der Coco auch sehr gerne macht. Ah! Ernie und Bert! Diskutiert? Wer weiß. Wollen wir schon nochmal reingehen? Bin fertig? Stimmt. Du bist noch nicht fertig. Nein. Das dauert. Ein kleines bisschen. Na, die müssen noch mal ein bisschen diskutieren, Mama. Nee. Alter. Der Cookie da hinten, ich weiß nicht, ob man es gerade sieht, aber da habe ich ja den Halter und Cookie diskutiert immer mit dem Halter, weil der ist auch gelb. Ja? Wer weiß, woher das kommt. Vielleicht war das mal so. Vielleicht denke ich auch, das ist irgendwie Familie oder so. Ja, ist halt gelb. Moment, die Stange ist auch gelb. Cookie, komm! Wo soll ich das mal gelb streichen? Ich glaube, da wärst du nicht mit einverstanden, oder? Aha. Mama? Komm, du Sabbelfritze. Hallo, wärst du damit einverstanden, wenn ich das Zimmer gelb färbe? Ja. Gut. Cookie, komm raus. Sonst färbe ich dich, sonst kriegst du Haarfarbe. Federfarbe. Haarfarbe. Federfarbe. Natürlich nicht. Auf gar keinen Fall, wenn ich hier mal Spaß sage, jetzt wasche ich euch mit Shampoo. Bitte auf gar keinen Fall machen. Wirklich nicht. Weil, ihr müsst das verstehen, wenn ich sage, so, jetzt kriegt ihr Haarfarbe, müsst ihr das verstehen. Natürlich mache ich das nicht, weil das ist ungesund für die Vögel. Denn ich habe mal ein Video gesehen, wo, das war aber mit Kakadus und Papageien, dass wirklich dann alte, vertüttelte Leute, die hinterher angefangen haben, mit Shampoo zu waschen und dann haben die dann keine Federn mehr und bitte macht das nicht und ihr müsst das wirklich verstehen, wenn ich das mal aus Spaß sage. Kannst du ein Hühnerchen, ja? Kann ja gar nicht. Nee. Der sitzt übrigens gerne am Napf. Vielleicht, weil er da die volle Aussicht hat. Ne, Coco? Schatz? Na, ein bisschen Hühnerchen hat er. Körnchen in Ehren kann niemand verlieren. Willst du auch ein Korn? Nein. Mama? Nein. Korn? Ich meine, da steht der Eimer. Das ist kein Korn. Das ist ein Korn oder ein Korn? ein Korn. Ein Körnchen. Ein Körnchen. Ein Körnchen. Genau. Ein Korn. Kein Korn? Nein, kein Korn. Kein Korn. Nein, 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 das geht so nicht. Hallo. Da ist der hinterm Käfig hergekrabbelt. Hey, Schatz. Ja. Hm? Wo warst du? Ja. Wo warst du? Das ist das, was ich meinte. Der kann da ruhig drauf. Das
Die können hier eigentlich frei rumklettern. Solange sie wieder rauskommen, ist alles in Ordnung. Aber bis jetzt ist noch kein Vogel weggekommen. Nicht, dass ich wüsste, ne? Ja. Ernie! Flatti, Flatti machen! Komm, eine kleine Runde! Zu klein? Nee. Okay. Okay, ich hab's jetzt auch verstanden. Coco, du bist brav. Du sitzt die ganze Zeit draußen. So brav. So, Leute. Leider sind jetzt, weil die schon jetzt eigentlich die letzten Tage sehr oft draußen waren, fast jeden Tag, dass ich jetzt dieses Video beende. Da ihr seht ja, die fliegen nicht nur so richtig und das wird dann einfach zu langweilig für euch, wenn ich euch so einen Käfig zeige. Und deswegen kann ich nur noch sagen, abonniert mich, schaut mein letztes Video an. Dort habe ich euch gezeigt, was die Vögel so alles haben in ihrem Schrank und was ich so überhaupt alles für die besitze. Und dann bis zum nächsten Mal, lassen wir einen Daumen nach oben da. Also, Coco, Daumen nach oben. Daumen nach oben. Hey. Daumen nach oben. Hey. Daumen nach oben. Ja. Schatz. Daumen nach oben. Na gut. Schreibt mir Fragen in die Kommentare und schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, habt ihr auch ein Haustier? Wenn ja, welches? Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!